komm und jetzt gönn nochmal. Er gönnt auch wieder. Lol? Oh mein Gott, ist das süß. Guck mal. Und die stapeln sich immer noch. Warum stapelt ihr euch eigentlich? Das macht überhaupt gar keinen Sinn, warum ihr euch stapelt. Also drei Leute hier sind arbeitslos. Das ist natürlich echt cool. Ein Bibliothekar haben wir, einen Pfeilmacher. Ich würde sagen, Pfeilmacher sind sogar momentan erstmal mit das Wichtigste, so. Weil ohne die Pfeilmacher können wir uns keine Emeralds ertraden. Okay, das brauchen wir für den Bogentisch. So heißt der Bogentisch, Alter. Ich würde ganz gerne auch auf jeden Fall einen haben, der diese W-Eigenschaften hat. Hoffentlich kann man mit denen später dann auf jeden Fall Wolle traden. Das wäre natürlich todesgeil. So, jetzt haben wir das hier, dann mache ich mir noch einmal diesen Tisch, dreimal das und jetzt fehlen uns theoretisch nur noch Bücher, aber ich habe keine Bücher. Für Bücherregale, um davon diese Dinger zu machen, dass sie halt Bibliothekar werden können. So, aber hallo Leute, hallo Freunde, alles fit bei euch, alles fresh. So, wer will Jobs, wer will Jobs, hä, wer will Jobs? Also hier, Leute, Pfeilmacher, noch ein Pfeilmacher, zack. Und hier kommt das und das. Und haben wir noch einen? Nein, haben wir nicht. Aber dann kommt noch einer, der wird dann Weber. Weber, lol. Und dann kommt noch einer, der wird nochmal, zack. Oh, jetzt habe ich fast eingeschlagen, der wird nochmal das. Und dann kommt noch einer, der wird nochmal das. So, okay. Habt ihr coole Trades? Also der hat coole Trades. Was machst du? Oh. Die sind, glaube ich, die können richtig OP werden, ne? Diese Waffenschmiede. Und wenn mir die Trades nicht gefallen, kann ich übrigens die Tische einfach abbauen und neu setzen. Und dann kriegen die neue Berufe, soweit ich weiß. Hier hinten steht ja auch noch ein Typ. Der hat, glaube ich, auch noch keinen Beruf, ne? Ich würde sagen, wir gehen mal zu dem einfach runter. Dann bauen wir einfach einen Weg hin, der zu der Villager Farm führt. Ja, hier. Und der hat sogar schon einen Beruf. So, jetzt gehen wir da schnell hin. Zack, dann kann ich hier nämlich wieder zumachen. Und dann haben wir das Problem mit dem Villager, der hier ist, auch gelöst. So, also, wir haben jetzt den. Noch ein Pfeilmacher. Dann haben wir hier Waffenschmiede, Waffenschmiede. LOL? Oh mein Gott, ist das süß. Guck mal. Er hat ihm einfach eine Blume gegeben. Oh, was ein Sweet Boy, oder? Das habe ich ja noch nie gesehen. Boah, das war ja gerade voll niedlich. Das Bild werde ich nie wieder aus meinem Kopf bekommen, wie der dem die Blume gegeben hat. So, Leute, und jetzt wird erstmal Holz über Holz zu Sticks gemacht. Diese Stöcker machen wir dann. Wir machen sie ja nicht, sondern wir werden ja dann mit den Villagern traden und bekommen daraus dann im Prinzip Emeralds. So, liebe Villager, Pfeilmacher, wo seid ihr? Pfeilmacher, du bist kein Pfeilmacher, du bist der hier. Pfeilmacher, komm, gönn. Bitte lass es ein guter Trade sein, dann kann der uns, glaube ich, bis zu einem Stack Smaragde geben, soweit ich weiß. Und das wäre natürlich übelst OP. Und wo ist denn der andere Pfeilmacher? Also, der hat schon wieder aufgetradet. Nein! Oh, jetzt muss ich mir bei dem was kaufen. Ich will mir aber nichts kaufen. Das Ding ist, ich bin der Meinung, wir haben in der Ender Chest, die oben ist, haben wir sogar noch eine ganze Menge an Emeralds. Ich gehe mal kurz gucken. Das Gute ist halt, sobald wir dann den Hafen relativ fertig haben und dann so weit sind, dass wir sagen können, yo, wir haben hier en masse an dem, dann können wir das alles mit dem vertraden, bekommen dafür Emeralds oder guten Stuff zurück. Ja, daraus können wir dann, wie gesagt, halt nun mal besseren Stuff machen und so ist es dann eine endlose Phase, dass wir irgendwann halt übelst OP sind. Nur wie gesagt, dafür muss halt erstmal der Hafen fertig sein. Dann werde ich direkt unter dem Hafen eine heftige Bambus- sowie Weizenfarm bauen. Und mit heftig meine ich nicht so ein bisschen, sondern wirklich eine richtig, richtig große. Dass wir da schnell viel Stuff ranbekommen werden. Mit diesem Weizen können wir dann, aus dem Weizen können wir Seiten machen, aus dem Bambus können wir Stöcker machen. Die kann man ja alle an die Villager vertraden. Der hat ein Plünderung 1 Schwert, alles klar. Nehme ich. Und warte, wie viel muss ich mit denen bitte traden, dass sie hier voll werden? Das sind ja mega viele Emeralds, die dabei draufgehen. Dann trade ich lieber mit dir. Komm, gib mir mal ein paar Eisenäxte, genau. So, und noch ein Trade und dann bist du voll. Hopp. Zack. So, und dann müsste der gleich einen neuen Trade haben. Und die Eisenäxte kann ich erstmal irgendwo hinlegen. Ich weiß überhaupt nicht, ob wir überhaupt irgendwie Eisenäxte mal wieder gebrauchen könnten. Wow, der Pfeilmacher hat jetzt so mehr Trades. Komm, Stärke 2 für 21. Also, sag mal, du spinnst ja wohl. Mann, der soll mal das Kreuz wegmachen, bitte. Und der hat jetzt für 3 Eisen 1 Smaragd. Was extrem gut ist, weil wir haben Eisen ohne Ende. Für ein Smaragd hat er eine Eisenaxt. Da können wir direkt mal gönnen. Und, okay. Ich wollte ihm eigentlich gönnen, aber irgendwie will er jetzt nicht mehr. So, ich schnapp mir hier jetzt einfach 3 Stacks Eisen und trade die zu Emeralds.
direkt, der Trade ist direkt vorbei. Komm, er ist aber wieder frei geworden, er hat sich erweitert. Und der wird... Was sind denn das hier für Kack-Trades, Brudi? Du musst doch auch mal frei werden. Werd mal frei, bitte. Warum, Mann, warum hast du denn immer noch das Kreuz da? Kann man irgendwas mit denen machen, Leute, dass sie das Kreuz wegmachen? Oh, er gibt ihm schon wieder eine Blume. Was ein Ehrenmann. Komm, werd doch... Mann, werd doch frei, bitte. Ich will doch nur ein bisschen mit euch handeln, Alter, bitte. Komm. Ja, er ist frei. Jetzt geht's los. Wow, Brudi. Jetzt aber richtig. Ja, er gönnt, er gönnt. Er gönnt nochmal. Ehrenmann. Nein, er hat aufgehört zu gönnen. Gönnt er gönnt. Er gönnt weiter. Komm, und jetzt gönnt nochmal. Er gönnt auch wieder. Er gönnt noch mehr, komm. Komm, ich hol noch mehr Holz. Ihr gönnt gerade. Komm, Villager, und jetzt gönnt noch mehr, bitte. Das war gerade so schön. Alter, der Typ hier ist richtig krass. Der ist eine Maschine. Guckt ihn euch an, er gönnt einfach richtig. Und du auch. Und der hier, ja, der gibt uns auch wieder was für das Eisen. Sehr gut. So, dann müsste der sich doch jetzt gleich, der müsste gleich blubbern. Und jetzt hat er mehr, genau. So, jetzt hat er mehr Angebote. Dia-Axt mit Diamanten für Smaragde. Ist ja richtig scheiße, Alter. Diamant-Axt mit Glück 1 und Effizienz 2. Ist ein absoluter Kack-Trade. Muss man an der Stelle wirklich mal sagen. So, Leute, ich gehe jetzt kurz nach oben. Oben enchante ich gleich nochmal die Bögen. Ich habe 56 Level und weiß nicht, wohin damit. Dadurch, dass wir noch keinen Unendlichkeitsbogen haben. Und oben hole ich gleich nochmal Seiten. Vielleicht kriegen wir den Bibliothekar heute gleich weiter. Die Frage ist, die Stacks an Papier müssten doch aber reichen für den Villager, oder? Flamme, ich enchante jetzt einfach wild drauf los und hoffe, dass ich am Ende gucken kann und sehe, dass wir Unendlichkeit bekommen haben. Hä? Kann es sein, dass es nicht mehr möglich ist, Unendlichkeit über den Enchantment Table auf Bögen zu bekommen? Also wenn das nicht mehr möglich ist, dann wäre ich echt mad, weil ich habe gerade sonst so viele Bögen verzaubert auf Level 30. So Leute, ich habe hier jetzt nochmal ein bisschen was geholt, um zu traden. Ich hoffe, die nehmen auch das, was ich jetzt hier habe. Wir nehmen mal den und gucken mal, ob der jetzt schnell hochlevelt, ja. Müsste er theoretisch. Ja, er ist schon ein Level weiter jetzt. Gucken wir jetzt mal, was man mit ihm machen kann. Wieder Eisen. Eisen, das ist sehr gut, ne? Weil wir haben halt so massig viel Eisen. Wir wissen nicht mehr, wohin mit dem Eisen. Wir können mit denen so viel traden eigentlich. Und er geht wieder ein Level hoch. Hä, ist er jetzt nur darauf hochgegangen? Okay, dann traden wir erstmal mit dem anderen. So und so. Und dann ist er wieder auch ein Level oben. Und wo ist der hier? Mit dem können wir noch traden. Weil der will Papier. Und Papier haben wir en masse. Okay, dann werd jetzt erstmal frei, lieber Villager. Und mach mal. So, du bist auch weiter. Dann können wir hier dir auch wieder richtig Eisen in den Rachen schieben. Und hier kann ich kurz mal meine restlichen Sticks verkaufen, die ich jetzt noch übrig hatte. Der Bibliothekar tradet Laternen und Bücher für 6 Emeralds. Bücher werde ich mir direkt mal ein paar kaufen. Und die geben... Oh, yo. Okay, davon... Fuck, nein. Ich habe gedacht, wir können den Villager dadurch jetzt an seine höchste Grenze bringen. Ich will den eigentlich noch ein Level weiter machen, als er jetzt ist, den einen Villager. Er verkauft Haltbarkeit 1, aber nicht gerade günstig, muss man sagen. Also da für den Trade ist Haltbarkeit 1 echt, also echt bescheiden. Sehr, sehr bescheiden. 13 Emeralds und ein Buch. Okay, dann werde ich mir mal ganz kurz ein paar Bücher nehmen. Und dann kaufen wir uns einfach mal ein paar Haltbarkeit 1 Bücher, damit der voll gelevelt wird. Boah, das ist halt der Todeswaste von Smaragd, ne? Also man könnte die so viel sinnvoller benutzen. Harpune 4. Das ist für den Dreizack, ne? Ich weiß aber nicht, was es bringt. Ist das gut oder schlecht? Vor allem für 26 Emeralds, Leute. Ist das gut oder schlecht, Alter? Das müsst ihr mir mal sagen in den Kommentaren. Aber ich kann auf jeden Fall schon mal anfangen, die Pfeilmacher ordentlich wegzusperren. Dass wir die immer benutzen können, wann wir wollen. So, dann kommt der einfach da rein. Und hier schließe ich jetzt mit dem Bücherregal, weil ich nichts anderes habe. Genau, er kann da rein. So, hopp. Und da haben wir den auch safe drin. So, zack. Heißt, hier haben wir unsere Pfeilmacher schon mal ordentlich beisammen. Vor allem, Alter, die Dia-Axt ist ja mal so für'n Arsch eigentlich, ne? Das ist ja so ein Kackangebot, wirklich. Aber ich kann mir bei dem wenigstens Smaragde traden. Oh, der hat sogar noch einen Trade dazu bekommen. Schärfe 2 auf einem Dia-Schwert für 14. Das ist eigentlich richtig gut, ne? Das ist eigentlich echt nicht schlecht so. Den behalten wir mal. Ich weiß nicht, wahrscheinlich werden wir irgendwann einen besseren bekommen, aber so für den Anfang ist Schärfe 2 direkt auf einem Dia-Schwert, ohne dass man die Dias zahlen muss, echt nicht schlecht. Lol, der Bibliothekar ist ja gerade mal Experte. Der kann ja noch viel, viel besser werden. So, Leute, ich gehe jetzt einmal in den Wald da drüben. Ich lege noch meinen ganzen Stuff weg, den ich hier habe. Das Holz brauche ich dann, um im Prinzip mit den Villagern hier, mit den
Pfeilmachern zu traden für mehr Emeralds, weil ich will eigentlich ganz gerne das Level hier nochmal ein bisschen anheben. Ich würde hier auch Holz haben, aber das ist eigentlich alles Holz, was hier steht, was ich benutzen möchte zum Bauen. Und daher ist es halt, ein bisschen blöd, hier das Holz abzufarmen, um daraus Sticks zu machen, die wir eigentlich nur für die Villager brauchen und nicht zum Bauen. Das Ding ist, ich glaube, es wäre wirklich besser, wenn wir erstmal den Hafen fertig bauen und uns dann um die Villager kümmern. Also ich mache jetzt ein bisschen was. Einfach nur, damit ich mich auch selber mal wieder in das Villager-System ist ja neu. Ich komme ja von der 1.8 auf die 1.14.4, also auf die neueste Spielversion für mich. Es gibt ja jetzt auch schon die 1.15. Das ist so jetzt eigentlich nur, damit ich mich so ein bisschen reinfuchsen kann, auch in dieses Villager-System. Weil ich kenne es ja, ich kenne es überhaupt nicht, ne? Das Villager-System ist mir absolut unbekannt. Also ich habe das noch nie irgendwie gespielt oder sonst was. Und da muss ich jetzt erstmal ein bisschen gucken, welche Villager was traden, für welchen Ruf. Und ich weiß auch, man kann die zombifizieren. Das würde ich dann aber wirklich erst in dieser Untergrund-Sache machen, die wir unter dem Hafen dann bauen. Und wenn die zombifiziert sind und dann wieder zu normalen Villager werden. Und warum leckt es hier so? Und dann ist es ja wirklich so, dass sie für ein Emerald all ihr Zeug verkaufen. Heißt, du kannst für ein Emerald eine volle Dia-Rüstung kaufen. So, das müsst ihr euch mal vorstellen. Das ist dann Todes-OP. Und dann kann die Dia-Rüstung meinetwegen auch nur Schutz 1 haben. Wenn die nur ein Emerald kostet, ist das das Beste, was du irgendwie machen kannst mit deinen Emeralds. So. Und dadurch, dass wir später ja automatisch Farm haben werden, egal welche, können wir die Emeralds auch so easy rankommen. Ich kann mir vorstellen, dass wir später wahrscheinlich wirklich doppelkistenweise an Emeralds voll haben werden. Einfach nur, weil es irgendwann so einfach wird, dann wird nur noch das Schwere mit den Villagern zu traden, nicht mal, dass man sagen muss, yo, ich muss es farmen oder so. So Leute, dann hoffe ich, euch hat es gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns morgen um 17 Uhr bei einer neuen Folge wieder. Bis dann und ciao, meine Freunde. Thank you.